Willkommen zur nächsten Folge FIFA 17 Retro Trainerkarriere. Mittlerweile sind wir schon in der Folge X. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wir sind aber in der EFL Championship, in der zweiten englischen Liga mit Teams wie Aston Villa, Birmingham City, Blackburn, Bolton Wanderers, Bournemouth, Brentford, Brighton, Bristol City, Cardiff City, Derby County, Hull City, Ipswich Town, Leeds United, FC Middlesbrough, Nottingham Forest, Plymouth, wir, also natürlich Preston North End, QPR, also Queensland Rangers, FC Reading, FC Rochdale, Rotherham, West Bromwich, Wigan und die Wolves. Das sind einige große Namen in England und wir müssen jetzt einige Verträge verlängern. Das weiß ich schon. Deswegen machen wir das zuerst, obwohl wir haben noch ein Turnier, sehe ich gerade. Dänemark? In Dänemark sehe ich mich, glaube ich. Doch, da sehe ich mich. Da sehe ich uns. So, Verträge. So, Sitola können wir holen für 2 Millionen. So. Das ist Schaibu, glaube ich. Da hatten wir nur eine Million, glaube ich, genommen, ne? Wir haben jetzt nochmal Robert Hall als Ausgespieler und Benning von Mansfield Town, glaube ich. Oder? Kurz ein bisschen auswechseln sehe ich gerade, weil Jens kam wieder dahin. Also, wir haben Hall. Auf einer 70 ist der sogar, sehe ich gerade. Auf einer 70. Das ist sehr nice. Kann er zu viel im Sturm spielen? Er kann links spielen, auch wichtig. Und ZOM. Und Benning. Wo ist denn Benning jetzt hin? Hä? Gleich bin blind. Ah, bin ich schon drinne. 67, auch nicht bad. Aber nicht optimal für unseren Kader. Ich würde gerne beide holen. Beide Sitola und Shaibu zurück. Obwohl beide nicht meine Favoriten sind, bin ich ehrlich. Aber beide hätte ich gerne. Deswegen, ja, bräuchten wir die schon, wie ich finde. Donaldson abgelehnt, okay. Vertragsverlängerung bei Levis. Sehr gut. So, wir gehen rein. Und ich bin mal gespannt, wie wir spielen. Gegen Adu. Ah, okay, 2-1. Wollen wir jetzt mal vorspulen. Denn die Spiele sind meistens nicht so spannend. Wie? Also Tola möchte ich gern haben. Tola. Eins neun, komm, gib ihm. Ich hätte gern beide. Ich hätte gern beide zurück. Weil beide wichtig sind in meinen Augen. Wie abgelehnt. Welcher Green denn? Der hier? Sperre abgelaufen, wichtig, auch wichtig. So, wir spielen gegen Stadt. Ah, noch nicht. Da sind ein paar Angebote, sehe ich gerade. Okay, Rose. Abgehoben. Jetzt gehen wir gleich rein gegen Stadt. Noch nicht. Okay, immer noch ein paar Sachen hier.
Spieler sind wir da, drei Stück, okay. Einmal Bentley, Rose und Fletcher, auch wichtig, alle drei. Etc. Für 3,2 Millionen. Ne. Den geben wir nicht her, das ist wichtig für uns. Der ist absolut wichtig. Bradford nehmen wir mit. Der wird 20.000. Warum denn? Ja, komm. Da müssen wir ein bisschen mehr in die Kasse greifen. Aber ganz gucken, wer kam zurück jetzt nochmal ganz kurz? Das ist falsch 11. Die hier wollen wir. Rose, Bentley und Fletcher werden wir verkaufen. Ob Fletcher noch nicht vielleicht. Aber die beiden, auf jeden Fall. Kannst du mal auf Wunschliste gucken, weil, ja, wir Wunschliste, da fehlen noch ein paar Spieler, die uns vielleicht helfen könnten. So einen guten Stürmer bräuchten wir nochmal, würde ich sagen. Unten haben wir die ja so gesehen. Köpke wäre möglich, ein 73, Höhler, 70. King wäre das krass für uns. Obwohl die Liga wieder passen, so gesehen gerade eigentlich so. Cutrone. Dinado auch noch möglich. Obi. Ja gut, Schaibu sind wir noch im Gespräch dabei. Mal gucken, was Schaibu sagt. Wenn der annimmt, dann nehmen wir den mit. Sonst suchen wir einen Anstürmer. Aber erstmal geht's rein gegen. Erstmal das. Stade Lavalliers. Ja, okay, wahrscheinlich Frankreich. Aber sieht eh wieder eingeblendet, von daher. Mal gucken. Wir spielen mal 1-0. Das sieht nicht gut aus. Das war das Main Team, mit dem wir spielen. Ja, gut, Schalbuch fehlt im Sturm. Das fällt natürlich auf für uns. Etc. 2,5, ne. Warum? Ne. Zwei, vier, komm, gib ihm. Den brauchen wir. Ja, Leo, ist alles gut. Du kriegst deine Chancen noch gleich und alles. Zwei Jahre nach Port Vale, vierte Liga. Komm, lassen wir ihn hin. Da haben wir ihn jetzt mal quasi von der Backe und müssen uns nicht kümmern, dass er spielt. Vorteil quasi nur für uns, wie ich finde. Etc. Nein. Ablehnen und künftig untersagen, wichtig. Der wird nicht verkauft. Aber Schalbu kommt zu uns und damit sind wir ein bisschen ärmer. Aber wir haben Schalbu zurückgeholt. Lewe ist nicht ganz auf dem Damm, okay. Und dann spielt er für Lewe Schalbu direkt. Lebes kommt auf die Bank. Also wir haben einen riesigen Kader, sehe ich gerade. Wir haben wirklich einen riesigen Kader. Das ist nicht optimal. Ein paar müssen wir wirklich verleihen. Ein paar. Wäre wichtig. Ziel für diese Saison nicht absteigen. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte nur nicht absteigen. Ab geht's rein gegen Bielefeld. Abgestiegen aus der ersten Bundesliga dieses Jahr. Mal gucken. Was sie hier können, ich glaube, da sind sie noch in der zweiten Liga auf jeden Fall. Müssen sie ja, klar. 1-0, Leves hat das Tor, wichtig. Aber bringt nichts mehr, wir sind, glaube ich, raus, oder? Mit Glück. Ja, nee, wir sind raus, okay, schade. Ja, okay, 4 Millionen. Denkt auch, ich habe Geld wie sonst was. Da müssen wir auf jeden Fall eine andere Option suchen. Also für Benning. Wäre wichtig in meinen Augen. Werden wir notieren, dass wir da was Neues brauchen, quasi.
Aber schreib Boost zurück, das ist wichtig in meinen Augen. Wir haben ein paar Leute noch trainieren hier und dann haben wir vielleicht auch mit Glück ein paar coole dabei. Auch bald oben. Galaga auch. Bohan geht auch noch ein bisschen hoch. Jugendscout will auch noch losschicken, würde ich sagen. Jugendscout. Frage, wohin? Sollen wir England nehmen? Ich weiß ja nicht. Ich finde mal Norwegen krass für 9 Monate. Ist günstiger. Und vielleicht gibt es da irgendwas, ein, zwei coole Talente. So ein Harnack nochmal. Wer weiß. Vielleicht finden wir dann den irgendwen cooles. Das ist nicht Scheibu, das ist Hall, aber egal. So, Callum Rose verlässt auch nochmal eine Runde. Als direkt, denn ich finde, da kommt nicht mehr viel. 54, 19. Der kann ruhig in die vierte Liga gehen. Kein Problem. Einer weniger, wenn er es annimmt. Platz für uns im Kader, ein bisschen mehr. Oh, Leute, für Bradley ein Angebot. Der möchte ja gehen. Aber lass noch mal ein bisschen Geld aus die Kitzeln. Lass mal sagen, 7,5. Lass mal sagen, 2000 mehr, dann lassen wir die gehen. Dann lassen wir den gehen, kein Problem. Abwehr haben wir eigentlich so gesehen, gut Spiel noch im Petto. So. Okay, perfekt, damit dürfte Bradley gleich weg sein. Das wäre top. Ich habe ein paar Spiele gescoutet hier. Ah, nun 68. Packen wir mal auf die Wunschliste. Mal gucken. Und der hier, Germani. 67, ja, 20. Packen wir mal auf die Liste. Der wäre nicht bad. Der wäre vertragsfrei. Den können wir schnappen, so gesehen. Trainieren wir ganz kurz nochmal eine Runde, würde ich sagen. Und ein Spiel noch mitnehmen, auf jeden Fall ein Spiel von der Liga. Mit Guinness geht eins hoch, ist wunderbar, auf 49. Nebenbei haben wir gesagt, muss man mal halb Fletcher wieder verliehen nach Bradford City für ein Jahr. Harry Maguire, oh Gott. So, okay, Bradley ist weg. Nice. Und damit haben wir jetzt ein bisschen weniger auf der Bank und ja, okay, ein bisschen weniger ist grob gesagt. Ah, wir haben 69, ein 68 Kollektiv wegen Benning, okay. Das passiert halt. Das erste Spiel wäre gegen Wigan, das werden wir auch spielen, das erste Spiel gegen Wigan. Also simulieren, sagen wir so. Wir werden simulieren nochmal eine Runde und sagen, wir sind aber da, wenn wir gleich da sind.
Leute, erstes Spiel in der EFL Championship. Es geht los. Gegen Wigan. Und vielleicht holen wir einen Punkt. Oder drei sogar. Drei wenn top. Aber ohne Sitola wird das schwierig. Bin ich ehrlich. Lewis verletzt sich gar nicht. Lewis verletzt sich gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Lewis verletzt will ich nicht sehen. Bis jetzt tun wir jetzt eigentlich gut, bis jetzt muss ich sagen. Also Larsen. Larsen, ich liebe dich. 1-0. Larsen, ich liebe dich. Du hast einen Top-Transfer. Du wirst nach der Season Gold. Du wirst danach Gold nach der Season. Und update sich gerade sogar. Gucken wir rein. 60. 80. 45. Den mit, den Rest stellen den Abstoß im Nachhinein. Lebe für 7 Tage. Ja, muss das, ich weiß ja nicht. Aber wir haben unser erstes EFL Championship Spiel gewonnen. Und das ist sehr gut. Boah, und McGinnis geht um 1 hoch. Auch wichtig. Auch wenn beide nicht keine grünen Pfeile haben, werden die vielleicht nochmal ein, zwei Mal zum Einsatz kommen. Lebe ist auch direkt auf 72 hoch, sehe ich gerade. Okay, Rapp hat auch eine 68. Okay, ja. Also bis jetzt. Wir haben 3,4 Milliarden, sehe ich gerade nochmal. Millionen, 3,4 Millionen. Huch, Milliarden. Alles klar. Eigentlich steht Platz 23, das wollen wir besser machen. Wir wollen kein Platz 23 werden. Das wäre Abstieg nämlich. Wir wollen uns hier halten. Gucken wir auf die Erfolge nochmal hier. Nachwuchs sollen wir machen. Okay. Haben wir. Wir haben Mittelplatz belegen. Kriegen wir hin. FLK hat letzten 132. Können wir schaffen. Und das hier. Bis jetzt haben wir das. Von daher. Mal gucken. Ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Lasst gerne ein Like und Abo da. Wenn ich auch auf die nächsten Folgen Championship freut. Und aktiviert die Glocke, lasst gerne ein Like da. Teilt das Video, schreibt gerne einen Kommentar, wen wir noch holen sollen. Mit, wie fahren wir nochmal? 3,4 Millionen. Bitte. Rest, Transfers, kein Messi, kein Ronaldo, kein Neymar. Realistisch. Und ja, checkt gerne die anderen Socials aus. Twitter, Instagram, meinem anderen YouTube-Channel. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.